Hallo ihr Lieben, ich sitze gerade auf meiner Terrasse mit meinem Feierabendkaffee. Ich komme gerade von der Arbeit. Das Männchen hat gerade noch ein bisschen im Garten gearbeitet und dann habe ich mir gedacht, setzt du dich mal auf deine Terrasse und trinkst noch einen Kaffee, schaust mal bei Facebook durch, was so ein bisschen passiert ist heute. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt musst du euch mal was sagen oder jetzt musst du mal was loswerden zu dem ganzen Thema. Ich kann es leider nicht verstehen. Habe ich einen Post in einer Gruppe gelesen. Der Action bei uns hat schon zu. Kann mir einer von euch die neuen Aquamarker vom Action besorgen? Und dann denke ich mir so, so ein Schuss nicht gehört. Also in Bayern, wir hier in Bayern, sagen das so. Ich glaube, du hast den Schuss nicht gehört. Wir haben seit Dienstag, den Katastrophenfall in Bayern, ganz Bayern. Ich komme aus Oberfranken, Nordostoberfranken. Wir haben seit heute den ersten, die erste Ausgangssperre in ganz Deutschland im Landkreis Wunsiedel. Die Stadt Mitterteich ist seit heute dicht, mit Ausgangssperre. Und mal ganz ehrlich, habt ihr clever gemacht, alle. Die es einfach nicht glauben. Und Leute, es wird noch so kommen, dass ganz Deutschland eine Ausgangssperre haben wird. Wir haben in Bayern hier den Einzelhandel bedingt geschlossen momentan. Also auch wir in der Arbeit. Wir haben ein Ladengeschäft und machen aber Gott sei Dank ganz viel noch über Online- und Lieferverkehr. Und deswegen fahre ich früh noch in die Arbeit. Erstmal, wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Aber ich verstehe nicht, wie uneinsichtig Menschen sein können. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Wenn, also anders, ich weiß noch, ich echt ohne Scheiß, in mir brodelt es heute, seit heute Mittag, seitdem ich in der Arbeit schon mal einen Artikel noch gelesen habe. Und ich muss jetzt was dazu sagen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es alles am besten jetzt in dieses Video packe. Also dieser Post vorhin war dann so, dass der Tropfen, der es fast zum Überlaufen noch gebracht hat. Wir haben momentan eine Situation in Deutschland. Ich weiß ja nicht, wer sich damit so ein bisschen befasst und wer so ein bisschen die Ansprache von unserer Bundeskanzlerin angehört hat oder von wer in Bayern wohnt, unserem Ministerpräsidenten oder auch in anderen Bundesländern werden die Ministerpräsidenten ja irgendwas dazu sagen zu der momentanen Situation. Wir hatten diesen Fall, so wie wir ihn jetzt haben, also mit dieser weltweiten Pandemie hatten wir noch nicht. Also es weiß keiner, wie er darauf zu reagieren hat. Das heißt, wir können den Politikern jetzt momentan keine Vorwürfe machen, weil sie jetzt momentan auf jede Situation, auf jeden Tag neu reagieren müssen. Es ist halt einfach momentan so. Wenn aber weiter die Menschheit so uneinsichtig ist, wie sie momentan ist, und so egoistisch und so ignorant ist, wie sie momentan ist, dann wird sich das nicht mehr geben. Also dann wird dieser Virus, dieses Corona über die Welt laufen und wird einfach eine natürliche Selektion vollführen. Es ist einfach so. In Deutschland werden es 80% der Bevölkerung bekommen und manche sterben dran. Also wir gehören jetzt, die meisten von uns gehören wahrscheinlich nicht zur Risikogruppe, aber meine Großeltern sind alle über 80, die gehören definitiv zur Risikogruppe. Und auch ihr habt in eurem Umfeld bestimmt Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Und von dem her, wenn ihr es für euch noch nicht einseht, warum dann nicht für die Menschen, die in eurem nächsten Umfeld sind und die dann vielleicht sogar schon persönlich betroffen sind? Oder also, es ist doch nicht zu viel verlangt, wenn jemand zu euch sagt, ihr müsst jetzt einfach mal 14 Tage die Arschbacken zusammenkneifen und dann kriegen wir das alles geregelt. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit befasst und beschäftigt, aber wir haben in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme. Aber wir sind knapp 80 Millionen Menschen in Deutschland und haben ungefähr 300.000 Krankenhausbetten und davon knapp, also nur knapp, 25.000 bis 30.000 Intensivbetten.
Bei schweren Verläufen muss einfach jemand ins Krankenhaus und eventuell auch auf die Intensivstation. Und wenn 80 Millionen Menschen gleichzeitig, oder lass es nur die Hälfte sein, 40 Millionen Menschen gleichzeitig erkranken, ja, dann ist die Sterblichkeitsrate einfach viel höher, weil keine Behandlung mehr möglich ist. Und nur aus diesem Grund, nicht weil euch irgendjemand gängeln will. Oder weil irgendjemand sagt, ihr dürft jetzt nichts mehr einkaufen oder ihr dürft jetzt nicht mehr vor die Tür, weil ich das halt einfach so beschließe. Nur aus diesem Grund sagen sie Ausgangssperre. Oder bei uns ist es eben jetzt der Katastrophenfall. Katastrophenfall heißt aber nicht, dass ihr jetzt losrennen müsst und wie im Schwarm alles Klopapier wegkaufen müsst. Leute, was wollt ihr mit 40 Rollen Klopapier zu Hause? Ich war gestern nach der Arbeit kurz einkaufen, nur für das Abendessen. Ich kann euch dann mal ein paar Bilder mit anhängen. Leere Regale. Was denkt ihr denn? Also habt ihr Angst zu verhungern? Es geht darum, das soziale Leben momentan so weit runterzufahren, dass die Ansteckungen einfach gedeckelt werden. Darum geht's. Die ganzen systemrelevanten Geschäfte werden weiter offen bleiben. Das heißt, ihr werdet weiter eure Nudeln, euren Reis, euer Mehl, euer Fleisch kaufen können. Die bleiben offen, auch wenn es Ausgangssperren gibt. Aber bleibt doch bitte einfach, was ihr nicht erledigen müsst, bleibt doch einfach zu Hause. Gerade wir Bastler, ihr braucht diese fucking Aquamarker nicht. Mal doch bitte, also vor allem kann mir jemand die neuen Aquamarker besorgen. Ja, ihr habt so viele Stifte, bastelt doch einfach mal den Scheiß, den ihr zu Hause habt. Nehmt doch einfach mal das, was ihr jetzt die letzten Jahre oder Monate angehäuft habt und seid kreativ. Ihr schreibt es euch auf die Fahne, ihr schreit immer kreative Leute und dann kommt ihr nicht mit dem zurecht, was ihr jetzt habt in 1000 Action Halls in den letzten 5 Jahren angehäuft habt, kommt ihr damit nicht zurecht? Ey, nein! Bleibt zu Hause, nehmt euch euer Bastelzeug und bastelt verflucht. Bei uns sind die Schulen zu. Meine Stieftochter, ich müsste zum Friseur. Friseure sind offen. Guckt mal, wie mein Ansatz hier rausgewachsen ist. Gibt es nicht. Gehe ich nicht. Es ist zwar ein Dienstleister, der hätte offen. Ich dürfte gehen. Ich dürfte gehen. Aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir, nein. Nee. Echt. Wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen und jetzt alle zu Hause bleiben, haben wir eine reelle Chance, dass wir nicht im August bei 35 Grad alle zu Hause hocken müssen. Es kann doch wohl nicht wahr sein, wie uneinsichtig kann man denn bitte sein? Es gibt's doch nicht. Wir haben eines der besten in Deutschland, eines der besten Pflegesysteme und Gesundheitssysteme, aber wir können es nicht abfedern, wenn wir uns nicht dran halten, einfach zu Hause sitzen zu bleiben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Echt, ihr müsst nichts einkaufen, außer Lebensmittel oder Sachen, die für den täglichen Bedarf sind. Das müsst ihr nicht. Und wenn ihr meint, ihr müsst eure Kaufsucht befriedigen auf Bastelsachen, dann bestellt bei der Vera bei Kreativbund oder bestellt beim Dieters kleiner Schnäppchenecke oder bestellt bei irgendjemanden im Onlinehandel, Faltkarten, wie sie alle heißen mögen, wie auch immer, bestellt im Onlinehandel. Die dürfen noch dürfen die. Aber wenn wir uns nicht zusammenreißen, dürfen die irgendwann auch nicht mehr. Dann gibt es den kompletten Shutdown und dann hocken wir alle zu Hause. Ist auch richtig so. Aber ich weiß es nicht. Dann hocken, ist schwer, ne? Die Schulen sind zu und mit Kinderbetreuung und hast du nicht gesehen, verstehe ich alles. Mag alles schön und gut sein, aber dann hocken sie auf den Spielplätzen nebeneinander, hocken die Muttis, hocken sich ihre Ärsche noch breiter als sie sind und lassen ihre Schranzen über irgendwelche Rutschen, Wippen oder sonst irgendwas. Am besten noch hier Schäufelchen in den Mund und komm, nimm du doch das Schäufelchen auch mal in den Mund. Das klappt so nicht.
Es klappt so nicht. Es darf so nicht passieren. Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt alle mal die Arschbacken kurz zusammenkneifen und dann kriegen wir das gelöst. Es werden Menschen sterben, aber es wird jetzt nicht die Weltbevölkerung ausrotten oder die Menschheit ausrotten, dieses Virus. Aber diese Ignoranz und dieses ich kann es nicht mehr hören. Echt nicht. Geht einkaufen, kauft euch eure Nudeln, meinetwegen auch auf Vorrat. Tatsächlich. Dass er sagt, okay, ich muss mich selber und andere Menschen der Gefahr und der Ansteckungsgefahr einfach mal eine Woche nicht aussetzen. Überhaupt kein Problem. Hat man meinetwegen ein zweites Päckchen Klopapier zu Hause, aber keiner muss horten, keiner muss hamstern. Es wird immer Lieferung. Also, sie versuchen es uns momentan so glauben zu machen und ich glaube es auch. Es wird immer genug zu essen geben und ihr werdet immer weiter versorgt werden. Bin ich mir sicher, dass das klappen wird. Aber setzt euch halt bitte selber und andere Menschen nicht irgendeinem unnötigen Risiko aus. Echt nicht. Ihr müsst nicht, keine Ahnung, die nächsten 210-Cent-Artikel aus irgendeiner Wühlkiste rauskramen oder was weiß ich. Es muss momentan nicht sein. Packt euch an die eigene Nase, überlegt, was ihr machen müsst, was es braucht. Fragt vielleicht eure Nachbarn oder ältere Menschen, und ob ihr noch was mitbringen könnt oder ob ihr jemandem was helfen könnt. Aber bitte passt auf euch auf und seid halt einfach mal ein bisschen einsichtig und seid einfach mal so ein bisschen, denkt halt einfach mal drüber nach. Es will, ich möchte es einfach glauben, dass es nichts Hausgemachtes ist. Die Folgen für die Wirtschaft sind katastrophal, jetzt schon. Also wer sich so ein bisschen mit der Börse beschäftigt oder mit der Wirtschaft beschäftigt, der hat es ja mitbekommen, dass der DAX innerhalb von einer Woche 4.500 Punkte abgestürzt ist. Das kann schlimm sein für den Kleinanleger, es kann aber auch schlimm sein für große Firmen, die ihr Stammkapital eben in eigenen Aktien haben, in eigenen Werten haben. Das heißt, da gehen tatsächlich gesunde Firmen gehen vor die Hunde, weil einfach das Kapital, also das gezeichnete Kapital nicht mehr da ist. Würde jetzt aber zu weit führen. Ich möchte nur an euch appellieren und deshalb auch echt vor der Kamera. Da habe ich mir jetzt gedacht, scheiß drauf, ich komme gerade von der Arbeit, ich sehe so aus. Oh, ich sehe so aus. Aber es hätte nichts gebracht, wenn ich euch jetzt nur meine Hände gezeigt hätte oder so. Deshalb tatsächlich mal vor der Kamera. Ich will jetzt auch gar nicht so viel labern. Ich möchte nur sagen, passt auf euch auf. Überlegt wirklich, müsst ihr vor die Tür? Müsst ihr. Also, ihr könnt, also ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern, wie schon gesagt, ist. Bei uns ist es so, das soziale Leben ist komplett zurückgefahren. Ich möchte es nicht ausschließen und ich befürchte oder ich würde es sogar befürworten, dass der komplette Shutdown jetzt in der nächsten Zeit kommen würde, um es einfach klein zu halten oder soweit es noch möglich ist, diese ganze Infektionsgefahr klein zu halten. Es wird wieder anders werden, aber bitte. Packt euch an der eigenen Nase, denkt mal drüber nach, schaltet euer Hirn ein, schaltet euren gesunden Menschenverstand ein und lasst doch diese Kack-Aquamarker beim Action. Ihr helft auch dem Einzelhandel nicht, wenn er jetzt losgeht und hamstert oder sagt, boah, ey, ich kann eventuell jetzt 6 Wochen nichts mehr einkaufen, also kein Bastelzeug mehr einkaufen, will ich mal schnell noch 300 € reinpulvern? Hilft niemanden. Hilft überhaupt niemanden. Ich will jetzt auch gar nicht großartig viel mehr labern, ohne Scheiß. Ich wollte nur sagen, passt auf euch auf, überlegt, was sein muss und was nicht sein muss. Weiß ich nicht. Gesunder Menschenverstand einschalten, bitte. Gesunden Menschenverstand einschalten.
Durchhalten, bleibt echt alle schön gesund. Bastelt mit den Sachen, die ihr zu Hause habt. Ihr habt doch Zimmer voll Material. Ihr habt echt, ihr habt so viel Zeug. Nehmt doch bitte das. Ha? Wir könnten ja mal eine Challenge draus machen. Vielleicht lasse ich mir echt noch was einfallen. Gute Idee. Machen wir ein Gewinnspiel und eine Challenge draus. Nein. Leute, gesunder Menschenverstand, nachdenken, bevor ihr was macht, Arschbacken zusammenkneifen, gesund bleiben, Kopf hoch, Füße auf dem Boden, bleibt alle gesund. Bis bald.